Mahlzeit höre ich hier sogar schon aus dem Treppenhaus bei der DWZ. Ich bin Jan-Philipp Hullmann, Videoreporter und freue mich auf die Mittagspause, wie wahrscheinlich in vielen Betrieben und auch bei vielen, die jetzt, wo der Magen knurrt, sich überlegen, was esse ich eigentlich heute am Mittwoch zu Mittag. Da gibt es eine naheliegende Lösung, nämlich der Wochenmarkt. Gar nicht weit weg, wir gehen jetzt mal gleich hin. Wer heute die DWZ gelesen hat, die Deister an dieser Zeitung, berichtet heute auch über dieses Gericht. Oh Gott. So, ein kulinarisches Angebot. Na, ob das so kulinarisch ist, weiß ich nicht. Erbsensuppe aus der Gulaschkanone sieht eher aus wie rustikal von Omi. Ich will das mal probieren. Und deswegen, kommt mal mit, wir gehen mal auf den Hamelner Wochenmarkt. Der ist ja immer mittwochs und samstags. Und bietet natürlich jede Menge Leckereien und Köstlichkeiten. Die Erbsensuppe aus der Gulaschkanone, die kommt von Fred. Und wir haben heute darüber geschrieben in der Zeitung. Seit 13 Jahren bietet Fred schon auf verschiedenen Wochenmärkten seine Suppe an. Und jetzt möchte er gerne auch hier in Hameln eine feste Größe werden an dem Stand direkt vorm Bürgergarten in Hameln. Und ja, ich bin mal gespannt, ob es A noch Suppe gibt oder ob er die schon komplett leer verkauft hat. Soll ja angeblich gut schmecken. Bin jetzt nicht so der Suppenfan, ehrlich gesagt. Aber auch das ist ja mal interessant. Wann habt ihr das letzte Mal zum ersten Mal was gemacht? Ich esse jetzt gleich das erste Mal Erbsensuppe aus der Gulaschkanone. Wusste gar nicht, dass es sowas gibt. So, erstmal müssen wir hier unter der Unterführung durch. Vorsicht, hinter der Kamera ist Kai, nicht, dass er stolpert. Und apropos stolpern, ich muss mal hier meinen Schuh zumachen. Sonst packe ich mich gleich auch noch auf die Fresse. So, weiter geht's und ihr seid live dabei auf dem Facebook-Kanal der DWZ. Das ist unsere Mittagspause hier im Weserbergland. Und der Wochenmarkt hat nicht mehr lange auf, deswegen wir sind um 5 Minuten nach 12:30 sind wir last minute. Ich hoffe, ihr habt gerade schon gesagt, ich hoffe, dass es auch noch Erbsensuppe gibt. Denn könnte ja sein, dass sie schon leer ist. Ich weiß nicht, wie groß die Gulaschkanone ist. Und Gulaschkanone, ich auch überlege gerade, weil ich das letzte Mal überhaupt so ein Ding gesehen habe, habe ich überhaupt schon mal eine Gulaschkanone, so eine richtige, gesehen? Wird damit gefeuert? Wird die Suppe in den Teller geschossen? Das sind so Sachen, die frage ich mich an dieser Stelle. Hallo Wochenmarkt! Ach, sind noch alle da. Manchmal packen die ihre Stände ja auch schon ein bisschen früher ein. Aber heute, schönstes Sommerwetter. Den Schal bräuchte ich fast gar nicht. Ist noch ein bisschen frisch, aber frische Luft tut ja auch ganz gut. Mal ein bisschen schlendern über den Wochenmarkt zwischen frischem Obst, netten Blumen und jede Menge Fachverkäufern. Ich finde ja, der Wochenmarkt Hameln, der ist richtig schön. Und seit heute gibt es hier wohl auch eine neue Attraktion. Die müsste jetzt hier irgendwo sein, für alle, die gerade eingeschaltet haben. Ich bin Jan Philipp von der DWZ und mache eine Mittagspause mit euch live auf Facebook. Wir wollen nämlich mal die neue Gulaschkanone und die Erbsensuppe hier abchecken. So, ich sehe schon, Suppenfred. Suppenfred.de. So. Und dann sagen wir gleich mal Hallo. Und fragen ihn erstmal, ob er überhaupt bei uns im Video vorkommt. Die gute Werbung hier, die machen Sie. Ich bin für heute alle. Ah, ich bin Jan Philipp von der DWZ. Dürfen Sie kurz filmen? Wenn Sie das gerne möchten, dürfen Sie mich filmen. Hallo Fred. Mensch, guck mal, wir haben ja heute, ja. Darf ich du sagen? Ja, darfst du. Super, wir haben ja heute drüber geschrieben. Oh, das ist ja, ist das so, ist ja, das ist das, ja. Ist das deine Erbsensuppe hier? Das sieht ja toll aus, aber das ist nicht meine Erbsensuppe, Leute. ist nur ein Bild von der Erbsensuppe? Das ist nur ein Bild von der Erbsensuppe. Jetzt. Meine ist in Wirklichkeit wesentlich besser als diese Erbsensuppe. Na, das können wir jetzt nicht beurteilen, wir haben die ja gar nicht probiert. Aber sei es drum, wir hätten sie gerne probiert. Was ist denn los? Alle? Ja, ihr habt einen schönen Artikel in der DWZ gehabt, habe ich gehört. Und daraufhin sind sehr viele Leute mit den Suppen gekommen. Im Ernst? Guck mal, so funktioniert das nämlich. Da ist nichts mehr da. In der DWZ einmal beschrieben, dass Fred mit der Suppe da ist und jetzt ist keine Suppe mehr da für den DWZ-Reporter. Ärgerlich. Aber ich bin ja Mittwoch und Samstag wieder hier. Wie immer, wenn der Wochenmarkt hier am Start ist. Jetzt soll jetzt hier das neue, sozusagen der neue Punkt für Suppenfans sein, ja? Genau.
für Erbsensuppenfans, um das genau zu nehmen. Ja, gibt es denn, gibt es viele Erbsensuppenfans? Es gibt 90% der Kunden erwarten außer Gulaschkanone eine Erbsensuppe und das ist gut so. Echt? Denn dafür gibt es den Suppenfan. Können wir trotzdem mal gucken, wie das hier aussieht, weil ich habe gerade schon Ich habe nämlich schon spekuliert, wie sieht es denn wohl aus? Okay, es ist sehr groß. Da kannst du wirklich nichts mehr sehen. Da ist nur noch Rest mit schon ersten Weichwasser. Ja, muss natürlich wieder sauber gemacht werden. Ja, selbstverständlich. Wer macht denn eigentlich die Suppe selber? Oder? Also die Suppe ist meine Rezeptur, wird in meiner Betriebsküche in Hannover gekocht. Aber ich koche es nicht mehr selber, weil ich kann ja nicht alles machen. Ich würde es gerne selber kochen. Ich filme auch nicht selber. Nein, auch nicht alles. Ich würde es selber kochen wollen, allerdings komme ich denn nicht mehr zum Geld zählen. Und da muss ich mich entscheiden, Prioritäten setzen. Da habe ich gesagt, ich zähle lieber das Geld. Aha. Ist das so, dass man hier richtig Money machen kann, oder? Aber richtig. Der Hameler Wochenmarkt, ja. Der Hameler Wochenmarkt. Vor allen Dingen, ich möchte das Geschäft in einigen Jahren verkaufen, deswegen mache ich schon jetzt Werbung. Ne? Oha. Also, wenn du mal nach vorne kommen willst, steig ins Suppengeschäft. Dann kann ich dir nur empfehlen, in mein Suppengeschäft. Ja, dann heißt es nicht mehr Freds, sondern Jans Suppenküche. Zum Beispiel. Fred, vielen Dank, dass wir trotzdem mal kurz hier vorbeischauen durften. Auch wenn ich das jetzt gerne probiert hätte und der Kollege hinter der Kamera hatte nämlich auch richtig Bock drauf. Müssen wir Samstag mal wieder kommen. Kommt dann nochmal wieder. Ja, dann viel Spaß beim Aufräumen. Ne? Danke für den Artikel. Ja, den ich für. Hab ich so, wo sehe ich das? Bei uns auf Facebook, im Internet. Hey, hast du Facebook? Ja. Ich habe keinen Account. Nein, aber ich habe Internet. Das ist schon mal. Dann auf der dwz.de-Seite, da gebe ich mir auf jeden Fall einen Link dazu. Der Mann weiß, welche Seite gut ist. Ich hab da gut gemacht. Komm wieder. Danke, tschüss, Fred. Noch ein paar Kollegen mit. Danke für die Zeit. Ist das nicht für mich? Ja, klar. Ich wollte gerade kurz gucken. Werbeprospekte sind auch noch drin, dann ist das deine Zeitung. So. Mach's gut. Tschüss. So, das bedeutet also, keine Erbsensuppe für uns. Aber der Hamelner Wochenmarkt bietet ja eben nicht nur diese Erbsensuppe, sondern hier gibt's Kaffee, hier gibt's Brötchen, hier gibt's Wurst, hier gibt's Pommes. Was habe ich noch vergessen? Backwaren aller Art, Fleisch, Äpfel, Bananen, Obst. Na hier, freundlich hier. Obstbauer, ja. Ihr habt ja probiert schon. Na, wir gucken mal. Wir gehen jetzt mal noch hoch. Ich drehe euch noch einen ab. Ja. Apple to go. Apple to go. Stimmt, kenne ich auch. Wollen wir es noch machen? Apple to go macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Kommt her. Wir lassen uns noch, mal schnell einen Apfel drehen. Da sagen wir nicht nein. Wie viele schauen denn zu überhaupt? Einige auf jeden Fall. Kriege ich hier gerade das Zeichen. Gibt es auch Kommentare? Wenn ihr Lust habt, dürft ihr gerne mal kommentieren unter dem Live-Video, wie ihr den Hamelner Wochenmarkt findet. Wir schlendern jetzt noch ein bisschen mit euch hier rüber. Lasst uns noch einen Apfel schälen und dann überlegen wir uns auch gleich, was wir statt Erbsensuppe heute essen werden. Ich wäre ja stark für Fritten. Ich weiß nicht, wie es hinter der Kamera aussieht. Ah, wir überlegen uns das mit den Fritten nochmal. Ansonsten finden wir schon was. Der Apfelmann, der uns hier gerade schon ein bisschen genötigt hat mitzukommen, der will jetzt einen Apfel schälen. Ich kenne das schon. Ist ganz interessant. Können Sie kurz erklären, was Sie jetzt machen? Genau, das ist jetzt also der, wir haben ja am meisten Vitamin C. Warum? Der Gala, ja, weil der die meisten Sonne aufgenommen hat. Weil der auch so rot ist, ja, ne? Genau, auch. Ja, auch. Okay. Viele Vitamine ist ja auch gut, ne? Ja, gegen Vorbeugen, gegen Erkältung. Kannst ja mal auch mal ganz hier ein bisschen näher zeigen. Das ist nämlich die Apfeldrehmaschine. Wie heißt das? Apple to go heißt die Maschine. Ah. Apfeldrehmaschine sozusagen. Ne? Geil, so schnell. Und dann schnell. Hast du hier so den Dings drauf. Ne? Und dann deine Spaghetti. Kann ich das jetzt hier essen auch? Ja, kann man auch machen. Ich will ja nichts sagen, aber mit dem Gedanken auf den Wochenmarkt gegangen, eine Erbsensuppe mit Würstchen zu futtern und jetzt einen gesunden Apfel. Das Leben kann sich manchmal ändern. Krass. Vielen Dank für den Apfel. Ich mache euch noch jetzt ein zu unterwegs, weil ich gesagt habe, habt ihr noch für den Kameramann. Genau, für den Kameramann noch. Und dann kriegt er das mit Spaghetti dabei. Das ist Apfelspaghetti hier. Wenn er da Bock drauf hat. Die Kids stehen da ganz scharf drauf. Schade, dass jetzt gerade keine hier sind. Wieso? Ich bin noch da. Ja, das ist ja okay. So, der macht es so gut. So sieht das also perfekt aus, wenn wir alles da drin haben, so wie sich das gehört. Die Schale gehört nämlich dazu. Da sind die Vitamine unter und das ist jetzt bloß ein Service, den wir anbieten hier vom Obstbauer. Halt, da kommt der rein. So, für den Kollegen.
Dann halt das mal so lange. Ja. Sieht ein bisschen aus dem Mikrofon. Dann vielen Dank. Ja, gerne. Ja, schön, dass ihr da wart und ich wünsche euch viel Erfolg und viel Spaß beim Essen. Dankeschön. Tschüss. Ja, tschüss. Ne? So, und wir gehen jetzt weiter, denn wir haben ja immer noch Hunger. Es ist ja Mittagspause. Wir überlegen uns jetzt, was wir essen, schlendern mit euch ein bisschen über den Wochenmarkt. Ich sag schon mal, achso, ins Mikrofon sprechen, ganz vergessen. Ich sag schon mal danke fürs Zuschauen an alle DWZ-Fans. Ich hoffe, ihr habt auch eine tolle Mittagspause und kriegt das, was ihr wolltet zu essen und werdet satt vor allen Dingen. Ich bin ja hier gerade ziemlich bedient. Wenn euch das Video gefallen hat, Entschuldigung, man spricht nicht mit vollem Mund, aber dann gebt doch ruhig ein Like. Dankeschön.